Freunde, es geht weiter mit Part 5 unseres Mario Scratch Tutorials und auch heute werden wir einige neue Sachen lernen. Und zwar die korrekte Bewegungsanimation von Mario, das richtige Springen, das Bühnenbild werden wir auch ändern und wir werden wieder einen neuen Gegner einprogrammieren. Keine Sorge, ich versuche wieder alles so akribisch wie möglich zu erklären und ich würde sagen, let's go, Part 5. Freunde, damit ihr direkt mit mir mitprogrammieren könnt, findet ihr unter der Videobeschreibung den Begriff Mario Part 4 Setting. Darunter ist ein Link, einmal draufklicken und ihr landet dann direkt hier in diesem Scratch-Projekt, wo ich mich gerade befinde. Und wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, mit dem einzigen Unterschied, dass ich hier bereits unseren neuen Gegner hinzugefügt habe. Es handelt sich um Boohoo, der ein oder andere kennt diesen Gegner bereits. Da kümmern wir uns später noch drum. Und bei Mario habe ich schon mal nur ein Kostüm noch hinzugefügt, ein extra Kostüm. Hier bei 6 unseren Jump-Kostüm plus einen zusätzlichen Klang, den Jump-Klang. Sonst ist es identisch zu dem Code in Part 4. Also codetechnisch haben wir quasi nichts Neues. Und jetzt können wir quasi weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Okay, dann wollen wir zunächst Marios Laufanimation korrekt darstellen. Das Problem, was wir aktuell haben, ist, ich mache das mal größer, dass Mario beim Laufen alle 6 Kostüme zeigt. Und wir wollen nicht, dass er alle 6 Kostüme zeigt, weil wir sehen auch manchmal hier, dass wir dieses Kostüm haben, wenn er stirbt oder Game Over ist. Oder auch das Jump-Kostüm jetzt zusätzlich. Und die müssen wir bei der Laufanimation, wenn er auf dem Boden sich bewegt, entfernen. Und das werden wir auch jetzt machen. Also nochmal hier die Kostüme, die zeige ich euch. Wir wollen eigentlich nur Kostüm 1, 2, 3, 4 die ganze Zeit anzeigen lassen und nicht zusätzlich 5 und 6 noch. Das liegt aber da, aktuell liegt das Problem daran, dass wir immer, wenn wir die Pfeiltaste nach rechts oder links drücken, er zum nächsten Kostüm wechselt. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt werden wir die Lösung dazu sehen. Mein Tipp, einfach mir nachprogrammieren zuerst und dann werde ich euch das ausführlich erklären, okay? So, als erstes löschen wir diesen Block, wechselt zum nächsten Kostüm, in beiden If-Bedingungen, oder Falls-Blöcke, sorry. Und wir machen jetzt Folgendes, wir gehen jetzt zu Variablen, erstellen eine neue Variable und nennen diese Variable Frame. Bestätigen mit OK. Ihr könnt das auch anders nennen, ihr könnt es auch Bild nennen. Hauptsache, ihr habt jetzt eine Variable. Ich habe die jetzt Frame genannt. Und dann nehme ich, ändere Frame um 1 und packe das direkt unter Pfeiltaste nach rechts gedrückt und unter Pfeil nach links gedrückt. Auch hier um 1. Standardmäßig sind Variablen erstmal auf 0 gestellt. Ne? Und ich möchte, wenn das losgeht und ich die Pfeiltaste nach rechts drücke, dass er sich ganze Zeit um 1 erhöht, auch wenn ich die Pfeiltaste nach links drücke. Aber jetzt wird es sehr spannend. Wir gehen jetzt zu Aussehen und nehmen Wechselkostüm zu, Wechselkostüm. Bei mir steht jetzt erstmal Jump. Und jetzt gehen wir auf Operatoren und nehmen hier dieses Plus, den Plus-Operator. Zusätzlich nehmen wir jetzt noch den Mod-Operator. Der ist hier relativ weit unten. Und pack den hier noch hinzu. Hier im ersten Zahlenfeld schreibe ich eine 1. Und hier, ganz wichtig, kommt jetzt unsere Variable, die ich Frame genannt habe. So, und da ich nur die ersten 4 Kostüme anzeigen lassen möchte, schreibe ich hier 4. Die ersten 4 Kostüme, nicht vergessen, sind Stand hier, W1, W2 und W3. Und dann kopiere ich das mal direkt, wir brauchen das zweimal und setze das direkt unter ändere Frame um 1 und beim unteren Falls-Block auch unter setze Frame auf 1, den hier hinzufügen. Jetzt lasse ich mal den Code laufen und wir schauen mal, was passiert. Achtet mal, wir haben nur die Kostüme, die wir haben möchten, außer bei, wenn er sich jetzt nach links bewegt, da habe ich noch einen kleinen Fehler. Woran liegt das? Kein Problem, schauen wir uns das mal kurz an. Pfeiltaste nach links. Ah, ja, ich setze Frame auf 1. Ich will den um 1 ändern. Nicht, hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das heißt, das Löschen. Ändere Frame um 1. So, jetzt lasse ich das nochmal laufen.
So, und jetzt achtet mal. Perfekt. Wir haben nur diese Kostüme, die wir beim Laufen noch haben müssten. Das hätten wir hiermit schon mal geschafft. Aber nun zur Erklärung. Und da müsst ihr einmal aufpassen, denn das könnt ihr dann auch in jedem eurer Scratch-Projekte verwenden, diese Methode. Und ich habe jetzt hier nochmal eine Folie erstellt, extra für euch, um das Ganze mal in Ruhe zu erklären. Okay, let's go. So, das hatten wir vorher. Einfach Wechsel zum nächsten Kostüm. Und das war ganz einfach. Das war halt, wenn das Spiel startet, unser Standardkostüm, Kostüm 1. Und dann, wie gesagt, Wechsel zum nächsten Kostüm. Und dann kommt immer das nächste Kostüm, Kostüm 4 in diesem Fall. Und dann kommt Kostüm 5 und Kostüm 6. Und die sollen beim Laufen eben nicht angezeigt werden. Und danach würde wieder Kostüm 1 erscheinen. Und wir wollen Kostüm 5 und 6 quasi nicht anzeigen lassen. Genau, und dann wäre wieder das nächste Kostüm und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt zu diesem Code, zu diesem neuen Code, der ein bisschen vielleicht komplex aussieht, aber es ist super einfach. Ganz einfache Mathematik. So, wenn das Spiel startet, haben wir Mario so als Kostüm, also Kostüm 1. Und jetzt klicken wir auf die grüne Fahne, jetzt drücken wir auf Pfeiltaste rechts und Frame ändert sich jetzt um 1. Und jetzt passiert Folgendes. Die Rechnung wird durchgeführt, dieses Wechselkostüm 1 plus Frame Mod 4. Was bedeutet das? Wir haben oben die Rechnung. 1 plus 1 Mod 4. Mod ist die Abkürzung für Modulo und man rechnet einfach mit Rest. Im Prinzip steht da, wie oft passt die 4 in die 1? 0 mal. Und was ist der Rest? Ja, 1. Deshalb 1 plus 1 sind 2. Dann wird unser zweites Kostüm von Mario angezeigt. Und dann ändert sich ja Frame wieder um 1, wenn wir die Pfeiltaste nach rechts drücken. Also Frame ist jetzt 2. Und dann steht jetzt in der Klammer 2 mod 4. Wie oft passt die 4 in die 2 rein? 0 mal. Was ist der Rest? 2. 1 plus 2 sind 3. Deshalb haben wir unser Kostüm 3. Nächster Durchlauf. Frame wird wieder um 1 erhöht, wenn wir die Pfeiltaste nach rechts oder links drücken. Wie oft passt die 4 in die 3 rein? Auch kein einziges Mal. Also bleibt 3 als Rest übrig. 1 plus 3 sind 4. Das wäre dieses Kostüm. Und jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Jetzt ändert sich ja Frame wieder um 1. Also steht in den Klammern 4 mod 4. Wie oft passt die 4 in die 4 rein? Und was ist der Rest? Die 4 passt einmal in die 4 rein. Ja, aber der Rest ist 0. Deshalb steht da jetzt 1 plus 0. Und das ist wieder 1. Und dann haben wir wieder unser erstes Kostüm. Und wir können das weitermachen. Frame ändert sich ja dann wieder um 1. Und dann steht in den Klammern 5 modulo 4. 4 passt einmal in die 5 rein. Und der Rest ist 1. Also 1 plus 1 sind 2. Kostüm 2 wird wieder angezeigt. Ist das nicht nice? Sehr, sehr cooler Algorithmus, sage ich schon dazu, den man wirklich immer nutzen kann, wenn man diese Kostümprobleme hat. Sonst habe ich das oft gesehen, dass viele das mit irgendwelchen Falschbedingungen machen, aber das ist der professionelle Weg. Okay, aber wir machen jetzt natürlich weiter. Dieses Problem haben wir auch schon mal gelöst. Dann wollen wir mal das nächste Problem angehen, und zwar das Springen. Denn aktuell ist es so, dass ich quasi so oft springen kann, wie ich möchte. Ich kann so ganze Zeit quasi in der Luft bleiben und quasi bis zum oberen Bildrand bleiben, quasi fliegen. Das wollen wir jetzt ändern. Dazu klicken wir jetzt erstmal auf Hitbox. Ne, wir gehen zu unserer Hitbox, denn da sind die ganzen Kollisionsabläufe auch. Und wir erstellen eine Variable und nennen diese Variable Fallen oder meinetwegen Jump. Bestätigen mit OK. So. Und dann zoome ich jetzt mal ein wenig ran. So. Springen haben wir hier oben definiert in diesem roten Block. Und wir machen Folgendes. Die Variable, die wir gerade erstellt haben, die nehmen wir und setzen die auf 0. Ne, hier unter wird Level berührt. Ändern Frame natürlich zu Jump. So. Und wir sagen, Mario darf nur springen, wenn er den Boden berührt, was er hier natürlich macht. Hier wird Level berührt. Also wenn die Variable den Wert 0 hat. Das heißt, wir müssen hier im Falls-Block einfach noch eine,
ja, zusätzliche Sache hinzufügen. Wir gehen hier auf Operatoren und dann nehmen wir einfach und. Wo ist der und-Operator? Da. Pack das hier rein. Perfekt. Und ich nehme hier nochmal diesen gleich 50-Operator. Pack jetzt hier in diesem Zahlenfeld unsere Variable hinzu. Jump. Und hier einfach 0. Perfekt. Und dann gehe ich auf ändere Jump um 1. Und achte mal, was passiert. Ich kann nur noch einmal springen. Wieso funktioniert das? Ganz einfach. Wenn die Pfeiltaste nach oben gedrückt ist und Jump gleich 0, dann darf Mario springen. Und wenn Mario sich auf dem Boden befindet, wenn er das Level berührt, ist ja Jump gleich 0. Das heißt, diese Bedingung ist immer erfüllt, wenn Mario den Boden berührt. Denn da ist Jump ja 0 und dann kann ich hüpfen. Aber in dem Moment, wo ich hüpfe, ändere ich schnell Jump zu 1 und dann ist diese Bedingung oben nicht mehr erfüllt. Das heißt, beim Springen kann ich nicht nochmal springen. Denn ich kann dann immer nur springen, wenn ich den Boden berühre, also den Level, und Jump auf 0 wieder ist. Und damit hätten wir dieses Problem schon mal gelöst. Das sieht ja ganz gut aus, aber ein Problem haben wir immer noch. Achtet mal hier bei diesem oberen Block. Stellt euch vor, das könnte so ein Fragezeichenblock sein. Kommt bestimmt auch noch. Hier können wir die ganze Zeit an diesem Block leider haften. Ist nicht so nice. Das liegt daran, dass das ja auch zum Level gehört. Das heißt, hier diese Bedingung, falls Level wird berührt, ist dann auch wahr. Die ganze Zeit. Und dann kann ich da die ganze Zeit ja die Pfeiltaste nach oben drücken, weil Jump ist die ganze Zeit 0. Man kann das aber auch ganz easy lösen tatsächlich. Dieser Wump, dieser Geräusch regt mich auf. Ich höre ganz an meine eigene Stimme ja quasi. Ich mache das hier mal kurz weg. Ach, besser. Okay. Ein bisschen Theorie. Achtet mal. Gib mal bitte auf Aussehen und dann nimm mal dieses Sage Hallo für 2 Sekunden. Wir ändern das mal zu 0,1 Sekunde. Okay. Und setzen das auf hier unter wird Level berührt. Okay. So, ich lasse das mal starten. So, ich will nicht Hallo sagen. Ich will nicht Hallo sagen. Ich will herausfinden, wie hoch der Wert von Speed Y ist. Okay. Hier, das packen wir mal rein. Und dann achtet mal. Das ist ganze Zeit bei minus 1, wenn er den Boden berührt. Ja. Und dann wird das aber ganz schnell hier durch wieder auf 0 resettet. Weil er den Boden berührt, dann soll Y-Speed hier auf 0 resettet sein. Dann läuft ja dieser ganze Skript nochmal. Und Speed Y wird dann wieder zu minus 1. Aber wenn er den Boden berührt, wird die minus 1 ganz schnell wieder zu 0. Okay? Deshalb haben wir da die minus 1. Und dann können wir mal testen, wenn ich diesen oberen Brick, diesen Block hier, treffe. Achtet mal, da haben wir 10 zum Beispiel. Und wenn wir runterfallen, ändert sich das so ein bisschen. Ne? So, das heißt, wir können ja einfach, ich tue mal auf Stopp, sagen, dass wir nehmen jetzt einfach eine Falls-Bedingung, ne, hier Falls, packt diesen Jump hier schon mal rein, okay, und sage, wenn Speed Y, also wir nehmen Speed Y, kleiner als 0 ist, denn wir sind ja ganze Zeit bei minus 1. Also quasi bei minus 1 kann er die ganze Zeit springen. Haben wir ja gesehen. Denn wenn er den Boden berührt, ist ja Speed ganze Zeit für eine kurze Zeit bei minus 1. Wenn er den oberen Block hier berührt, da ist er nicht bei minus 1, sondern ist er bei anderen Werten. Und wir sagen einfach, er darf nur springen, wenn Speed Y kleiner als 0 ist. Ne, im Prinzip minus 1 oder kleinere Werte. Und achtet mal, wenn ich das dann hier setze,
hier wieder rein hinzufüge. Achte mal, was passiert. Ja. Und dann, achte mal, dann können wir da nicht mehr haften. Und dann kann ich ja wieder dieses Sage Speed Y nehmen. So, wenn der minus 1 ist, kann er ja die ganze Zeit springen. Denn ist Speed Y kleiner als 0? Ist es ja, ist ja die ganze Zeit minus 1. Dann setze Jump auf 0, damit ich ja wieder springen kann. Perfekt. Und wir haben ja herausgefunden, hier oben hat er kein minus 1 Fett, sondern andere. Und deshalb wird da Jump nicht auf 0 gesetzt. Und deshalb kann ich da nicht springen. Und ich finde, das ist sehr gut, dass man das mal immer, so kann man immer die Werte auch abchecken mit dieses Sage und dann packt ihr die Variablennamen da rein. Das hat mir extrem geholfen, um das zu verstehen. Super. Damit haben wir den Sprung schon mal korrekt. Die Bewegungsanimation ist korrekt. Aber beim Sprung wollen wir natürlich auch, dass er den richtigen Sprungkostüm hat. Und wenn er aufhört zu laufen, soll er wieder sein Standardkostüm haben, dass er steht. Weil ich drücke nichts und Mario hat irgendwie Kostüm 2 oder 3. Es geht gar nicht. Okay, mir ist sogar aufgefallen, warum so kompliziert? Warum schreibe ich kleiner gleich 0? Denn wenn er den Boden da berührt, ist er ja die ganze Zeit bei minus 1. Ich meine, das würde auch funktionieren, wenn wir da einfach sagen, Speed Y gleich minus 1. Dann packe ich das wieder hier rein. Dann schauen wir mal. Ja, nur wenn er bei minus 1 ist, da darf er springen. Und hier oben, wenn er den Brick oben berührt, ist er ja nicht bei minus 1. Deshalb können wir da nicht mehr haften und nochmal springen. Nice. Ich packe jetzt hier dieses Sage für eine Sekunde wieder weg. Dann läuft das Ding auch wieder flüssiger, weil diese Abfrage nicht die ganze Zeit stattfindet. Okay, jetzt wollen wir, dass Mario beim Springen das richtige Kostüm hat. Bei Kostüme klicken wir also auf Mario und wir nehmen wieder eine neue Falls-Bedingung. Wir gehen auf Steuerung, Falls, pack das meinetwegen hier ganz unten und nehme hier, ich habe das dupliziert, Taste und ändern Pfeiltaste nach links zu, Pfeil nach oben. So. Und dann sollte er einfach das Kostüm, Springkostüm nehmen, also Wechsel zu Kostüm Jump heißt das. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja. Oh, und achte mal. Der bleibt dann für eine Sekunde bei Jump. Okay. Also Jump-Kostüm funktioniert. Aber wenn er auf dem Boden ist, soll er ja nicht wieder bei diesem Jump-Kostüm verweilen, wenn ich nichts drücke. Das heißt, wenn ich nichts drücke, keine Taste, soll er einfach sein Standard-Kostüm 1 haben, stehen bleiben quasi. Wir nehmen wieder einfach eine Falls-Bedingung. Ich kopiere das, packe das hier drunter. Jetzt brauchen wir Operatoren und dann nehme ich den Nicht-Operator, diesen Verneinen. Pack das Ding hier erstmal hier rein und ich sage, wenn ich keine beliebige Taste drücke, also wirklich keine Taste, also keine beliebige Taste wird gedrückt, bedeutet dieser Ausdruck, pack das hier rein und dann soll er zu seinem Standkostüm wechseln. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, super. Wenn ich nichts drücke, dann bleibt er bei seinem Kostüm. Jetzt drücke ich mal die Pfeiltaste nach oben. Ja, der springt, was mir aber ein bisschen noch stört, beim Sprung wechselt er noch so ein bisschen das Kostüm. Man kann das besser sehen, wenn ich vielleicht den Sprung ein bisschen größer mache. Dazu gehe ich kurz auf Hitbox und setze Speed Y mal auf, machen wir auf 16 zu Demonstrationszwecken. So. Ja, man kann es sehen, ne? Das stört mich noch. Der soll die ganze Zeit diesen Sprungkostüm haben, solange er in der Luft ist. Das können wir easy ändern. Und zwar gehen wir hier in diesem Falls-Block und ich nehme einen Warte-Block. Warte bis. Fallen gleich 0. Ich gehe dann hierzu auf Operatoren. Ich nehme den Gleichoperator, pack da meine Fallen-Variable. Fallen, wo bist du?
Oder, ach, Jump haben wir das genannt. Tut mir leid. Jump. Jump gleich 0. Jump gleich 0 bedeutet ja, dass Mario auf dem Boden ist. Ich packe das erstmal hier rein und wir gucken mal, was passiert. Perfekt. Achtet mal. Jetzt funktioniert das. Warum funktioniert das jetzt? Der springt so lange, behält er das Kostüm, also wechselt zum Kostüm so lange, also er wartet, bis Jump gleich wieder 0 ist. Und Jump ist ja in dem Moment 0, wenn Mario sich ja auf dem Boden befindet. Das heißt, wir können mit dieser Variable dieses Problem lösen. Und jetzt achtet mal, der Sprung ist korrekt, die Bewegungsanimation ist korrekt. Was will man mehr? Nice, es macht einfach nur Spaß. Perfekt. Gut, dann geht's weiter zum nächsten Part. Bis gleich. Wir wollen ja ein Mario-Level erstellen und Mario muss sich ja weiter fortbewegen und nicht die ganze Zeit in diesem Bühnenbild bleiben. Und das werden wir jetzt machen. Und das ist relativ einfach. Das Erste, was wir machen, ist, wir gehen einmal auf Bühnenbilder und ändern mal die Farbe und wir versuchen, die Originalfarbe vom Spiel zu nehmen. Genau, Bühnenbild ist angeklickt und ich nehme jetzt, klicke hier auf dieses Viereck, gehe auf Füllfarbe und wir ändern jetzt einmal die Füllfarbe, die Zahlen hier. Farbe ändern wir von 72 zu 63. Sättigung ist 58 und die Helligkeit ist tatsächlich 100. So, und dann haben wir dieses Original, die Originalfarbe vom NES-Spiel, vom Super Nintendo-Spiel und ziehen dann einen Kasten rum. Sehr gut. Das ist jetzt unser erstes Bühnenbild und in diesem Bühnenbild haben wir auch hier diesen Gegner, diesen Wump. Und Wump soll nur erscheinen, wenn Mario quasi auf in diesem Bühnenbild ist. Okay? Was ich damit meine, wir gehen hier einmal auf Wump, auf sein Skript. Das lasse ich erstmal hier den Sound, kann ich später wieder hinzufügen. Gehe dann auf Steuerung, Verzeihung, auf Ereignisse nehme, wenn Fahne angeklickt. Ich zoome ein bisschen ran. So, und jetzt wiederhole fortlaufend. Das soll die ganze Zeit überprüft werden. So, und dann gehen wir auf Falls dann sonst. Falls dann sonst. Das ist sehr, sehr einfach. Falls Operatoren, nehmen wir diesen Gleichoperator und gehen dann auf Aussehen und dann nehmen wir Bühnenbild Nummer. So, gleich 1. Soll er sich zeigen? Zeige dich. Ansonsten verstecke dich. So, natürlich wird sich jetzt nicht viel ändern, wir haben nur ein Bühnenbild, aber das funktioniert schon mal und das ist sehr, sehr gut. Und nun gehen wir auf unseren Level-Sprite oder Figur, gehe auf Kostüme. So, ich nenne das jetzt mal, wir lassen erstmal den Namen Boden, gehe auf Duplizieren, sehr schön. Und ich, ups, was habe ich hier gemacht? Wähle hier diesen Kasten aus, diesen Ausfallkasten, lösche das Ganze, lösche auch die obere Reihe der Bricks. Das müsst ihr ganz genau tatsächlich machen. Moment. Hier sehe ich, habe ich nicht schön gearbeitet. Das muss wirklich sehr, sehr genau gemacht werden. Ich ziehe hier nochmal einen Kasten. So, und habt ihr erwischt. Jetzt ist es sehr, sehr gut. Ja, hier ist es schon sehr gut. Je genauer, desto besser. So. Der Boden 1, Boden und Boden 2. Alles klar, können wir erstmal so lassen. So, und dann gehe ich jetzt auf Hitbox. Okay. Und sage, hierbei wenn angeklickt, falls... Ich nehme meinen Files-Block und packe das hier unter dieser Wiederhole fortlaufend Schleife unter links rechts. Files, fühlen,
Wird Mauszeiger berührt? Ich nehme mal statt, wird Mauszeiger berührt, wird Rand berührt. Wenn er quasi den Rand berührt, dazu zählt auch also der rechte Rand. Dann sende Nachricht. Wollen wir eine Nachricht senden? Das wird jetzt sehr, sehr interessant. Sende Nachricht. Aber wir nehmen eine neue Nachricht und nennen diese Nachricht, ich nenne die einfach mal Wechsel-Level. Ja, ist ja ein Level, aber ich nenne es einfach mal Wechsel. So. Perfekt. Und dann gehen wir hier auf dem Level-Sprite. Da ist ja noch gar kein Code. Und wenn angeklickt, dann soll zunächst Wechselkostüm Boden 1, also Normalboden, also das, was wir am Anfang haben. Und jetzt hier, wenn Nachricht Moment, wenn ich Wechsel erhalte, dann gehen wir zu mein Gott, Wechsel zum nächsten einfach. Wir haben erst Wechsel zum nächsten Kostüm. Okay, also immer wenn Mario am Rand des Levels ist, wechselt er zum nächsten Kostüm des Levels. Ja? Wir können das jetzt einmal testen. Okay. Ich bewege Mario, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht getroffen werde. Und zack. Oh, was ist denn da passiert? Aha. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen aufpassen. Und ich bin gestorben. Das wollen wir nicht. Okay, auch ganz wichtig. Wir gehen wieder auf Hitbox. Sende Wechsel an alle ist richtig, aber wir müssen Mario dann wieder nach ganz links setzen. Sonst bleibt er auch beim Wechsel des Level-Kostüms immer an der Stelle, wo er sich gerade befindet. Okay. Wir gehen dazu hier mal auf Bewegung. Und dann sage ich, gehe zu einfach. XY, was für Werte nehmen wir? Wir nehmen ganz einfach die Werte, die wir hier oben haben. Dieses gehe zu 186, minus 168 und minus 121. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. So, ich muss aufpassen, hier nicht zu sterben. Nein, guck mal, das Spiel ist schon zu schwer für mich. So, jetzt sind wir am Rand. Achtet, nice, jetzt sind wir da im nächsten Sprite. Jetzt sind wir bei Boden 2. Perfekt. Ich möchte jetzt was Cooles machen. Wenn wir quasi beim nächsten Boden-Sprite sind, sieht ja so aus, als ob wir das Level weiter beim Level laufen, fortschreiten, dass dann Wump verschwindet und Buhu auftaucht. Und Buhu, wenn Buhu auftaucht, soll der Hintergrund schwarz sein. Das Bühnenbild soll so schwarz sein. Ist es ja bei diesen Mario-Levels, wo Buhus sind, ist ein relativ dunkler Hintergrund. Das werden wir jetzt machen. Wir gehen dazu einmal hier auf Bühnenbilder. Kopieren Bühnenbild 1, duplizieren das und nennen das ja Bühnenbild 2, perfekt. Und ich lösche mal diese blaue Farbe und ich möchte einfach das in schwarz haben. Perfekt, wenn es dunkel ist. Und das ist Bühnenbild 2 und achtet mal, was jetzt passiert. Wump ist verschwunden. Hä? Warum? Ganz einfach, wir haben einen Code auch geschrieben. Der soll nur angezeigt werden, wenn das Bühnenbild gleich 1 ist. Aber wir sind schon bei Bühnenbild 2. Ich möchte aber, wenn das Spiel startet, dass wir beim Bühnenbild 1 starten. Ganz einfach, wir gehen wieder auf Hitbox und sagen, wenn grüne Fahne angeklickt, Wechsel zu Bühnenbild 1. Achte mal, was jetzt passiert. Und da erscheint dann wieder Wump. Jetzt laufe ich weiter. Und Wump ist immer noch da. Ja, wir müssen noch diesen Wechsel zu Bühnenbild 2 natürlich im Code hinzufügen. Das mache ich jetzt folgendermaßen. Ich klicke jetzt auf Bu. Ja. Und Moment. Verzeihung. Ich klicke auf Level.
Und wenn ich Wechsel erhalte, möchte ich nicht nur das Kostüm vom Level wechseln, sondern auch das Bühnenbild. Das heißt, ich gehe dann einfach zu Wechsel zum nächsten Bühnenbild zusätzlich. Okay, jetzt lasse ich das wieder laufen. Wir sind bei Bühnenbild 1 und bei Kostüm 1 unseres Levels. Jetzt sind wir am Rand und sind jetzt bei Kostüm 2 unseres Levels und bei Bühnenbild 2, was ja schwarz ist. Und deshalb ist Wump weg, weil Wump erscheint ja nur, wenn, ich wiederhole es nochmal, das Bühnenbild gleich 1 ist. Ansonsten versteckt er sich. Nice. Und jetzt wollen wir nur noch Bu hinzufügen. Bis gleich. Bu. Dann schauen wir unseren Gegner mal an. Nicht Bu, sondern Buhu eigentlich. Und der ist jetzt gerade auf nicht sichtbar. Wir ändern das, indem wir hier auf Zeige dich einmal klicken. So, und wir müssen am Anfang, Buhu soll ja spawnen, korrekt. Dass wir so eine Stelle haben, wo der spawnt. Hier oben rechts finde ich das ganz gut. Das heißt, fangen wir mal mit dem Code an. Ich gehe auf Steuerung. Verzeihung, auf Ereignisse. Und dann brauchen wir unsere Spawn-Daten. Also wo soll der dann starten? Ja, oben rechts. Das heißt, gehe zu minus 168, minus 128 müssen wir ändern zu 160. Und die Y-Koordinate ist 85. Sehr schön. Dann, ihr wisst, was kommt. Ich wiederhole fortlaufend unsere Gaming Loop quasi auch jetzt für Boohoo. Und jetzt machen wir dasselbe, was wir mit Wump gemacht haben. Wir nehmen wieder dieses Falls dann. Falls Operatoren. Hier kommt jetzt Bühnenbild. Wo ist denn jetzt Bühnenbild wieder? Da, Bühnenbild Nummer 2. Denn der schwarze Hintergrund ist ja Bühnenbild 2. Dann zeige dich. Ansonsten verstecke dich. Und auch wenn das Spiel startet, sollte er sich am Anfang ja verstecken. Dann können wir das ja so machen. So. Jetzt können wir das mal einmal testen. So. Wir sind beim ersten Bühnenbild und Boden und Boden 1 von unserem Level Sprite. Jetzt Boden 2 und Buhu ist da. Jetzt zeigt er sich. Wie cool ist das denn? Was wir jetzt noch machen, dass Buhu so langsam wie im echten Spiel so auf Mario zukommt. Und das kann man in Scratch ganz easy machen. Das kennt ihr auch bereits. Wir gehen auf Bewegung. Und nehmen dieses Gleite. Ne? Falls zeige dich, dann können wir hier unter zeige dich gleite. Und ich würde sowas nehmen wie 10 Sekunden. Der ist ja echt langsam. Zu Mario. So, und dann lassen wir das jetzt nochmal laufen. Und da ist Buhu. Der gleitet erstmal relativ weit rechts und jetzt müsste der gleich auch zu uns kommen. Achtet mal. Jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen auf jeden Fall. Und dann müssen wir natürlich sowas haben wie Game Over. Wenn Boohoo mich berührt, gibt es auch ein Game Over. Und das hatten wir ja schon bei Wump programmiert. Hier. Falls Mario wird berührt, sende Game Over. Und man kann das 1 zu 1 kopieren, diesen Code. Ich ziehe das einfach hier bei Bu rein und achtet mal, das ist jetzt auch hier. Und jetzt müsste eigentlich das dasselbe Prinzip, wenn Bu mich berührt, muss es ein Game Over geben. Wir starten das Ganze mal. So, jetzt provoziere ich mal ein Game Over. Ich springe jetzt direkt hier hoch. Perfekt, wie nice ist das denn? Ich weiß, man kann noch ein paar Sachen hier ergänzen, achtet mal. Ich muss zweimal auf die Fahne klicken, damit Boo verschwindet. Warum ist das denn? Werden wir aber alles im nächsten Part dann machen. Das war jetzt sehr, sehr viel, was wir in diesem Part bereits gemacht haben. Aber ich lasse das jetzt nochmal laufen. So. Wir haben die ganze Animation, den Sprung verbessert.
wir können jetzt in unserem Level durchlaufen. Und wir haben einen neuen Gegner mit Boo. Und den dürfen wir natürlich auch nicht berühren. Sonst Game Over. Was ihr vielleicht auch schon beobachtet habt, wenn ihr auf die Kostüme geht von Boo. Boo hat zwei Kostüme. Wenn Mario quasi Boo sieht, dann ist Boo quasi bei diesem Kostüm und zeigt sich dann nicht. Und erst wenn Mario sich umdreht, bewegt Boo sich zu Mario, wie im echten Spiel. Aber das ist dann was für Part 6. Puh, wir sind tatsächlich erstmal fertig mit Part 5. Das hat echt super Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet das meiste verstehen. Und wir sehen uns dann einfach in Part 6 wieder. Freut euch schon darauf. Bis dann. Freunde, nochmal eine kurze Ergänzung. Bitte klickt nochmal hier kurz auf Mario. Und ich habe ja hier nochmal diesen Jump-Sound hinzugefügt, dass wir den auch einmal nochmal reinpacken. Wie geht das? Ganz einfach. Ihr geht hier auf Klang. Und wir nehmen hier diesen Spiele-Klang Mario Jump. Und zwar genau dann, wenn der Wechsel zu Kostüm Mario Jump. Ne? Dann lasse ich das mal einmal laufen. Sehr gut. Es hört sich ein bisschen leise an. Man kann das natürlich auch lauter machen, indem ich hier einfach auf das Kostüm klicke von Jump. Und dann gehe ich auf lauter. Dann lasse ich das nochmal laufen. Schon viel, viel nicer einfach mit dem Sound, ne? So, und dann können wir schon fast spielen, ne? Ich darf diesen Kollegen hier nicht berühren. Ach, es macht schon Spaß. Bin mal gespannt, wie das Spiel später aussehen wird. Okay, das wollte ich nur mal kurz ergänzen. Das hatte ich vergessen, aber wir sehen uns dann in Part 6 wieder. Bis dann.